Hallo Leute, seht ihr das Eichhörnchen? Liebe Grüße aus Los Angeles. Hier springt jeden Tag, also bis jetzt heute schon dreimal am Tag, ein Eichhörnchen rum. Und da oben an den Bäumen ist dann immer ein kleiner Kolibri. Hi. I can see you. So cute, so süß. Also heute geht es um das Thema Kraft, ja, wie ihr schon seht. Und egal, wo ihr seid auf der Erde und egal, wo ihr hingeht, zeigen sich bestimmte Tiere. Und diese Tiere haben eine Bedeutung. Und zwar, das Eichhörnchen, wie ihr seht, ist lebendig, sprunghaft. Ich gehe mal weiter rüber. Ich weiß nicht, vielleicht sehen wir ja noch einen Kolibri. Die waren vorher auch hier. Aber ist momentan keiner da. Die waren vorhin ganz oft da. Thema Krafttier. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal, oh, die Qualle, die kommt als nächstes. Ein Eichhörnchen hat die Eigenschaft, wenn du das siehst, Freude zu verbreiten. Warum? Es springt von einem Ast zum anderen. Es ist voller Energie, Lebendigkeit. Es ist frech. Es ist kick. Es ist sehr beweglich und es vertraut dem Universum. Das heißt, das Eichhörnchen springt rum von einem Ast zum anderen, hat die Balance und die Genauigkeit und die Konzentration und den Fokus, das zu tun. Und wenn ein Kraftsichttier dir zeigt, dann sind diese Eigenschaften etwas, die in dir schlummern und aufwachen möchten. Ein Eichhörnchen, was es auch macht, ist, bevor es Winter wird, sammelt die Nahrung, verbuddelt es und im Winter, wenn es dann in die Schlafenszeit geht, geht das Eichhörnchen hervor, buddelt die Sachen aus und frisst die. Also es versorgt sich selbst und ruht sich im Winter aus. Also ihr seht, die Kraft eines Eichhörnchens ist sehr stark und gravierend. Wenn wir jetzt hier die Qualle nehmen, und die zeigt sich bei mir im letzten einen Monat sehr, sehr stark. Dann ist die Qualle, viele Menschen mögen sie nicht und sagen, oh, es ist ein Parasit, dies und jenes. Aber ich sehe die Qualle nicht so. Ganz im Gegenteil. Die Qualle, da geht es auch wieder um die Emotion Urvertrauen, emotionale Heilung. Und die Qualle, was sie macht, sie geht mit den Wellen mit. Sie heißt diesem absoluten Vertrauen mit den Wellen für Mutter Erde, dass Mutter Erde sie versorgt. Die Quallen können nicht richtig steuern, wo sie hingehen, aber sie werden getrieben von der Strömung des Wassers. Und mit den Tentakeln, wo man, also nicht alle Quallen sind wie bei einer Brennnessel brennend, nur bestimmte, manche Quallen machen gar nichts und manche Quallen, das sind die Tentakel. Fangen Fische und die Fische sozusagen sterben dann in den Tentakeln, werden aufgefressen. Wenn eine Qualle dich erwischt, zum Beispiel hier jetzt, dann kann es ganz rot werden wie bei einer Brennnessel. Der Punkt ist, setz gesunde Grenzen, lass dich von der Strömung des Lebens tragen und vertraue der Mutter Natur, dass sie für dich sorgt. Was ist noch? Kolibri. Kolibri. Der wunderkleine, wunderschöne Piepmatz ist super klein, fliegt so und nicht so, ist aufrecht und die Flügel flattern ganz schnell, super schnell, dass der Kolibri an einer Stelle stehen kann. Schauen wir mal, ich weiß nicht, ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht, den Kolibri. Und dann geht er von Blume zu Blume, hat einen wunderschönen langen Schnabel und den steckt er bei der Blume rein, um an den Nektar der Blume zu kommen. Der Kolibri steht in ganz vielen Kulturen für die Lebensfreude, für die Leichtigkeit, ist sehr spirituell, auch das dritte Auge. Wir haben so viele Tiere, also beobachtet bitte mal in nächster Zeit, welche Tiere zeigen sich euch, in welcher Situation zeigen sie sich euch. Bei mir war es wirklich ganz oft so, in ganz, ganz, ganz schweren Zeiten, also. Wenn ich hier sage schwere Zeiten, rede ich von schweren Zeiten. Ich werde da mal ein Video drüber machen. Kam einmal ein Eichhörnchen bei mir ins Zimmer rein durchs Fenster.
kam einmal ein Eichhörnchen, also ganz oft kommen die dann an mein Fenster oder laufen an mir vorbei. Aber ganz oft war es, wenn ich super traurig war und im Zimmer war, kamen die ans Fenster, wo die sonst nie kamen. In Sri Lanka ist ein Eichhörnchen mal bei mir ins Fenster rein und dann zur Klimaanlage hoch. Das war auch cool. Selbst eine Kuh, selbst eine Fliege, selbst eine Ameise kann ein Krafttier sein. Gerade die Ameisen, die sind so mega genial im Kollektiv. Die helfen sich gegenseitig, die kommunizieren telepathisch. Und sie zum Beispiel in Costa Rica ist ein Pilz im Innern des Bodens. Die nähren diesen Pilz mit Blättern vom Baum, die sie oben vom Baum abknabbern. Das hilft dem Baum, dass er nicht so schnell in die Höhe wächst. Gleichzeitig haben die Ameisen eine Aufgabe, ernähren sich von dem Pilz und geben die Blätter von dem Baum dem Pilz, dass der Pilz ernährt wird. Ist das nicht eine mega geniale Symbiose? Und wenn jetzt jemand ein Krafttier Ameise hat oder sogar eine Spinne, Spinnen haben auch positive Kräfte, gerade bei den Aborigines in Australien, wenn sie die Spinnennetze flechten, dann flechten sie sozusagen das Leben oder das Schicksal eines Menschen. Also ihr seht, da sind unglaublich viele heilende Informationen zum Thema Krafttier. Ein Hund, eine Katze, ein Schmetterling, eine Schlange. Eine Schlange steht für Lebensenergie. Ich habe heute Nacht von Schlangen geträumt. Die steht für Weisheit, Initiation. Oh nein, sie steht nicht für den Teufel, 100% nicht. Eine Schlange ist absolute Lebensenergie sogar. Das Gift, das die Schlange in sich trägt, kann für Medizin hergenommen werden. Also, heute das Thema Krafttiere. Ich bin Aurena Agathe Fola. Ich bin eine Heilerin, eine Seherin, multidimensionales Wesen und eine Sternensaat natürlich. Ich helfe im Ahnensystemen aufzuräumen, zu reinigen bis mehr als 8 Generationen und mehr. Traumen, schwarze Magie aufzulösen, Sternensaatenaktivierungen, Sternensaatenherkunftsberechnungen, Heileraktivierungen und andere Kurse. Du kannst einfach gerne auf meine Webseite gehen. Vielen Dank für all die Klienten, die zu mir kommen. Liebe Grüße aus Los Angeles, USA. Bis dann. Ach so, und ich mache jetzt mit